Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über den Autonischenmarketer geschrieben, welchen er mit 3,9 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Lars Pilawski zeigt in seinem Videokurs der Autonischenmarketer, wie man ein Business im Internet aufbaut und Online-Marketing, genauer gesagt Nischenmarketing, korrekt und effektiv betreibt. Der Kurs spricht Leute an, die gerade mit Nischenmarketing durchstarten wollen, die noch am Anfang stehen oder Leute, die generell noch ein paar Ideen und Tipps brauchen in diesem Bereich. Der Win-Win-Marketer, wie er sich selbst nennt, hat es im Vergleich zu anderen in recht kurzer Zeit zu viel Erfolg gebracht. Der studierte Diplom-Ingenieur mit Abschluss in Elektrotechnik-Automatisierung hatte schon immer ein Faible für automatische Prozesse. So begann er sich in die Softwareprogrammierung und die Webseitenprogrammierung einzuarbeiten. Letztes Jahr erst entfachte dann bei ihm der Wunsch nach finanzieller und geografischer Freiheit. Er wollte für sich selbst arbeiten. Das brachte ihn schließlich zum Online-Marketing, wo er einen Weg suchte, mit geringem Startkapital möglichst automatisiert Geld zu verdienen. Laut eigener Aussage im Interview mit Nils Werner ist Pilawski nah dran, monatlich fünfstellige Summen einzufahren. Seine Lieblingsmethoden zum Geld im Internet verdienen sind der Verkauf von digitalen Infoprodukten und die Erstellung von Nischenwebseiten in Kombination mit Affiliate-Marketing. Neben dem Autonischenmarketer vertreibt Pilawski aus seinem Blog noch weitere Coaching-Produkte, wie Traffic- und Conversion-Bomber, 100 Google-Ranker, automatische Verkaufsmaschine oder Geldverdiene mit Geschenken. Beim Nischenmarketing konzentriert man sich auf eine spezielle Nische, die im Idealfall unbesetzt ist oder kaum Konkurrenz hat. Eine solche Nische beschäftigt sich also mit etwas sehr Bestimmtem, wie zum Beispiel einer Sammlung von Erfahrungsberichten zu Schwimmkappen oder ähnliches. Man erstellt eine Nischenseite, die sich ausschließlich diesem Thema widmet. Die Seite füllt man noch mit guten Inhalten und verbindet es mit Affiliate-Programmen. Man könnte zum Beispiel Direktlinks zu Amazon einfügen und wenn über diesen Link gekauft wird, erhält man eine Provision. Voraussetzung, man nimmt eben am Partnerprogramm von Amazon teil. Man bekommt ca. 40 Videos von Pilawski, die alle wie Bauanleitungen aufgebaut sind. Das heißt, jeder Schritt wird nachvollziehbar gemacht, sodass egal ob Beginner oder Fortgeschrittener, ob eine Affinität zur Technik vorhanden ist oder man sich lieber fernhält. Jeder kann folgen und es für sich umsetzen. Inhaltlich gesehen werden verschiedene Themen abgehandelt. Zum einen natürlich die Nischenwebseiten. In diesem Kapitel lernt man zuerst, wie man überhaupt eine Webseite erstellt. Dort kommt auch schon das erste Tool ins Spiel, WordPress. Dabei handelt es sich um ein Programm oder einen Editor, der das Erstellen und Designen von Webseiten für den Anwender so angenehm wie möglich macht. Mit Drag and Drop kann man Elemente der Webseite hinzufügen, entfernen und bearbeiten und die Veränderungen sofort sehen. Um sich damit eine Nischenseite zu erstellen, braucht man kein Programmierer oder Entwickler sein. Um den Einstieg in die Arbeit mit WordPress zu erleichtern, widmet Pilawski diesem ebenfalls eine Lektion. Konkret zeigt er weiter, wie man einen Banner erstellt für Werbezwecke, wie man das Menü und die Navigation einrichtet, wie man ein korrektes Impressum anlegt, wie man Texte erstellt und wie man Amazon-Produkte einbinden kann. Der nächste Block beschäftigt sich mit dem Google-Ranking. Wie schafft man es, dass die eigene Nischenseite bei Google ein gutes Ranking bekommt? Dafür wird auf die Suchmaschinenoptimierung eingegangen, die unabdingbar ist, wenn man seine Performance optimiert, Traffic-Erzeugung, Backlinks und weitere allgemeine Tipps zum Äußeren einer Webseite. Auch E-Mail-Marketing wird beim Autonischen-Marketer thematisiert. Dazu gibt es eine Einführung, eine Erklärung zu Marketing-Funnels, eine Begriffsdefinition zu Freebie und warum die so wichtig sind und wie man diese anschließend in die eigene Landingpage einbaut, wie man selbst welche erstellen kann und wie man sein Projekt ins richtige Licht rückt für die optimale Werbung. Ein anderes Kapitel handelt allgemein davon, wie man seinen Erfolg ausbaut. Das letzte Kapitel Tracking zeigt noch, wie man mit Google Analytics arbeitet. Wie bei den meisten digitalen Infoprodukten gibt es auch hier noch Bonusmaterial wie kostenloses Webseitenhosting. Ein E-Book gefüllt mit Ideen für Nischen und ein Theme und Plugin, welche sonst kostenpflichtig wären. Diese bekommt man nur unter der Voraussetzung, dass man seine Seiten über den Server von Pilawski laufen lässt. Für die Menschen, die sich unschlüssig sind, ob das Produkt zu ihnen passt, denen würde ich empfehlen, vorab ein Webinar von Lars anzuschauen. Dort wird schon ein guter Vorgeschmack vermittelt auf das, was kommt. Zudem kann man für 1 Euro 2 Wochen lang den Autonischenmarketer ausprobieren. Vom Nischenmarketing habe ich schon öfter gehört, aber mich nicht dran gewagt. Ich dachte, die Erstellung von Webseiten sei nicht mein Ding und mit zu viel Arbeit verbunden. Ich habe auch geglaubt, man müsste unzählige Nischenseiten aufbauen, um wirklich lukrativ zu sein.
Lars zeigt allerdings, dass es auch mit wenigen geht, wenn sie qualitativ hochwertig sind und wenn die Nische natürlich nachgefragt wird. Begonnen habe ich das Programm also schon motiviert und ich wurde nicht enttäuscht. Wie bereits gesagt, sind die Videos so aufgebaut, dass man ihnen unmissverständlich folgen kann. Für Umsetzbarkeit gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ansonsten gefällt mir auch die Zusammenstellung, also die Auswahl der Themen. Es ist alles das angeschnitten worden, was man braucht. Ausgelernt ist man danach natürlich noch immer nicht, gerade wenn es ums Internet geht. Da muss man immer mit der Zeit gehen, Trends erkennen und auf Veränderungen reagieren. Es kommen täglich neue Methoden und Strategien, die darauf warten, ausprobiert zu werden. Die Autonischen-Marketer-Methoden haben sich allerdings bereits bewährt und stehen nicht mehr auf dem Prüfstand. Der Ersteller des Kurses lebt es schließlich selbst vor. Er nutzt dies selbst und kann davon mehr als ausreichend leben. Mein Fazit fällt positiv aus. Das Wissen ist fachlich einwandfrei, es wird so verpackt, dass man motiviert ist, es auszuprobieren und der Typ ist obendrauf noch sympathisch. Wenn das Interesse geweckt ist, würde ich zumindest mal die 2 Wochen testen. Da kann man sich dann überzeugen lassen oder Geld sparen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.